Die Jedi sind zurück. Oder besser gesagt, die letzten Jedi. Ich habe diese ungezähmte Macht nur einmal zuvor gesehen. So heißt nämlich der neueste Teil der Star Wars Saga. Die meisten Fans hätten schon in der Nacht am liebsten mitgekämpft. Ich erwarte auf jeden Fall, dass es noch krasser wird als alle anderen Filme zuvor. Bin da sehr offen. Ich habe geguckt, dass ich möglichst keine Spoiler mitkriege im Vorhinein. Ich in meiner Jugend erlebt, als Teenager, dachte mir, jetzt muss sein. Im ewigen Kampf Gut gegen Böse in Episode 8, die letzten Jedi gegen Han Solos zwielichtigen Sohn Kylo Ren, natürlich mit Lichtschwert und großer Weltraumschlacht auf der 3D-Leinwand. Und Jedi-Schülerin Rey kämpft tapfer mit. Mehr als 30 Jahre nach dem ersten Film ist die Faszination für die Star-Wars-Saga nach wie vor ungebrochen. Der Wissenschaftler Professor Görlich erklärt, warum die Filmreihe auch heute noch begeistert. Star Wars erzählt einfach eine Geschichte, die in jeder Generation funktioniert. Das bedeutet, viele Menschen sind einfach mit Star Wars aufgewachsen, aber die Geschichte funktioniert einfach weiter, sodass auch die Kinder und die Kindeskinder immer noch Gefallen daran finden können. Außerdem war Star Wars natürlich eine völlig neuartige Form von Science Fiction, einerseits mit Fantasy, mit Elementen, mit Märchenelementen verknüpft, sodass diese Geschichte natürlich auch vollkommen neuartig war. Deutschlands größte Fangemeinde, German Garrison, ist gestern extra zur Winternachtspremiere in einem Kino in Mannheim angetreten. Das Mitglied Dennis Heisch fasziniert Star Wars schon seit seiner Kindheit. Seitdem die Filme das erste Mal im Fernsehen gekommen sind, und da bin ich dann irgendwie hängen geblieben. Schon die Laserschwerter, die Geschichte, was halt alles dabei ist. So. Irgendwann hat dann ein bisschen die Leidenschaft umgeschwenkt, ging dann mehr zu den Kostümen hin. Und so bin ich dann jetzt auch in den Kostümclub gekommen, in die German Garrison, als Ableger von der 501. Legion. Und ja, dann ging es halt richtig los. Und richtig los ging es auch bei den anderen des Vereins. Ganz einfach ist es aber nicht, in die Kostüme reinzukommen. Viel Zeit, handwerkliches Geschick und Kosten bringt das Hobby schon mit sich. Das ist schon so um die 2.000 Euro bis vielleicht auch 3.000. Genau kann ich es nicht sagen. Es ist, wie finanziert man sich das? Wie finanziert sich einer, der eine Modelleisenbahn baut? Also es ist halt ein Hobby. Das macht man nicht auf einmal. Das spart man sich dann entsprechend an oder baut halt Teile, so wie es geht. Ja, ist halt so meine Modelleisenbahn quasi. Und auch Prinzessin Leia durfte an diesem Abend nicht fehlen. So wie auch Carrie Fisher, die leider vor gut einem Jahr verstarb, doch immer noch im Herzen der Fans weiterlebt. Und die können sich ab heute auf Leia in Episode 8 freuen. Wir sind der Funke, der das Feuer entfacht, das die Erste Ordnung vernichten wird.